Sapiano präsentiert Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Sapiano bietet dir eine riesige Auswahl an erstklassigen Online-Klavierkursen. Stelle nun deine Fragen rund ums Klavierspiel. Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Sapiano. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Live Piano Coaching. Diesmal geht es ums Thema Songanalyse. Ich kriege eben wieder Zuschriften von euch, die lauten da so in dieser Art. Ich habe einen Song geübt und wenn ich ihn später nochmals abrufen möchte, habe ich keine Ahnung mehr, wie das gehen soll. Also ich verspiele mich, ich vergesse die Teile immer. Und heute wird es ein bisschen für die Vorgeschrittenen sein. Ich habe zwar auch ein einfaches Beispiel hier, aber es auch ein bisschen was Vorgeschrittenes hier. Ich zeige dir, wie du einen Song analysieren kannst und auch, was du damit machen kannst. Und die Frage ist auch, verliert man dann das Gefühl fürs Musikmachen? Das ist so eine offene Frage, jetzt zu Beginn. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt rund ums Klavierspiel, ist auch egal, es muss nicht mit dem Thema zusammenhängen, dann könnt ihr mir das in die Chats reinschreiben. Ich habe gerade vorhin gesehen, Facebook hat irgendwas geändert auf ihrem API oder irgendwie technisch ist was anders. Ich habe das im Kommentar unten erwähnt. Also wenn ihr einen Kommentar reinschreiben möchtet, dann kann das sein, dass ich es auf Facebook nicht sehe. Dann kommt doch bitte auf YouTube. Ich habe da den Link reingetan oder sendet mir eine E-Mail. Und sonst bin ich hier auf YouTube. Ich habe da zwei Chats offen und da bin ich da voll und ganz da und probiere das irgendwie zu handeln. Also ihr könnt mir alles fragen. Ich bin wirklich live da. Es ist jetzt Montagabend, 2. Dezember. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Ich habe nur noch eine News, diesmal, fast vergessen. Ich habe es mir schon mitgekriegt, ich bin den Boogie-Woogie-Kurs, den Blues- und Boogie-Woogie-Kurs neu am Filmen. Der wird komplett neu werden. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, der ist etwa doppelt so groß wie der alte Boogie-Woogie-Kurs. Denn bei der Planung habe ich wieder gemerkt, als ich den neu gefilmt habe jetzt, ich habe schon 90% fertig gefilmt, habe ich wieder gemerkt, ich möchte noch einen Teilschritt einbauen, ich möchte es euch noch besser erklären oder ich möchte euch noch mehr Möglichkeiten aufzeigen. Und am Schluss, im Moment sind wir etwa bei 90 Videos. Die Videos sind auch viel länger als im alten Kurs und ich erkläre alles super, mega mäßig detailliert. Bis anhin hat noch niemand Zugriff auf die ersten Module. Wir sind jetzt alles noch am Fertigerstellen, den letzten Schliff da, dem Ganzen am Geben. Ich schaue wirklich darauf, dass du ganz viele Notenblätter auch kriegst, dass wirklich alles super erklärt ist, auch mit Texten natürlich. Und die ersten, die da Zugriff haben werden auf diesen Kurs, werden die Sapiano Club Mitglieder sein. Da werde ich dann die einzelnen Module freischalten, sage ich mal so nächste oder übernächste Woche. Ihr werdet dann eine E-Mail kriegen und der Kurs, der wird offiziell gelauncht werden Ende Januar, definitiv. Ich wollte es zuerst schon dieses Jahr machen, habe gemerkt, es gibt auch noch ein paar Sachen, die noch offen sind. Bei mir häufen sich die Tasks ja auch, wie bei dir vermutlich auch. Und somit wird das Ende Januar werden. Okay, also ihr könnt mir sagen, von wo ihr seid, was ihr so macht, was ihr tut. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann schreibt sie hinein. Da ist mein Chat, da habe ich auch einen Chat. Auf Facebook, da läuft jetzt noch gar nichts. Diejenigen, die auf Facebook sind, schreibt doch mal was rein, dann sehe ich das gleich. Moin aus Ostfriesland, Rügen, hallo aus Moers, guten Abend aus Franken, Rico im Töstal. Doris, hallo, du hast eine Frage gestellt. Kann ich im Practice Kit kein Video hochladen? Nein, das kannst du nicht. Aber du kannst mir im Piano Starter 1 ein Video hochladen. Also die Video-Upload-Funktion, die ist im Moment nur im Piano Starter 1 verfügbar. Aber das Practice Kit, das sind ja die ähnlichen Lerninhalte hier im gleichen Spielniveau. Du kannst mir auch da über diesen Button ein Video hochladen, Doris. Gell? Hallo, aus Mallorca. Oh, cool. Cool, also, jetzt Frage. Ich mache immer so, ich mache immer zu Beginn eine offene Frage. Was versteht ihr unter Songanalyse? Ich glaube, das ist kein stehender Begriff, da gibt es ganz viel Interpretationsspielraum. Schreibt doch mal hinein, was versteht ihr unter Songanalyse? Und ich spiele im Moment ein bisschen was für euch. Thank you.
Also da kommen schon die Antworten. Swiss Home Staging sagt, welche Tonart, welcher Takt? Ja, das gehört dazu, zur Analyse, aus meiner Sicht. Also denk daran, ich habe zum Teil ein bisschen eine Eigenart, wie ich unterrichte. Das hat sich einfach so ein bisschen herauskristallisiert. In den letzten 25 Jahren, ich habe ein eigenes Konzept entworfen, das ist die Zappiano-Methode. Die meisten kennen das ja schon. Ich teile die Lernschritte in eine Grafik auf, sodass man wirklich strukturiert und kreativ gleichzeitig lernt. Das ist etwas, was ich so festgestellt habe, was es eigentlich nicht so gibt in der Klavierliteratur. Und wenn ich jetzt von Songanalyse spreche, dann kann es gut sein, dass euer Klavierlehrer oder jemand anders das ein bisschen anders definieren würde, auch anders sagen würde, was das alles beinhaltet. Gell? Doris sagt, Tonart bestimmen. Rainer sagt, typische Akkorde und Intervalle identifizieren. Pitt sagt, Servus aus München, auch Servus. China sagt, die harmonische Struktur verstehen. Zerteilen, um einzelne Schritte zu arbeiten, sagt die Kerstin. Roche sagt, Takt und Rhythmus eines Songs aufschlüsseln können. Daniel Schüller sagt, Chopin, Regentropfen-Prelude. Okay, ja. Tanja sagt, Tonart, Takt abbestimmen, Akkorde, Melodie erarbeiten. Wow, ist gut. Doris, die Melodie anschauen, welche tiefen und hohen Töne ich habe. Okay. Bianca Fuchs, um den Song spielen zu können, sich die Tonart und Harmonik anzuschauen. Dietmar sagt, der Aufbau vom Song, Refrain, Strophe, Bridge. Ja, Aufbau und harmonische Struktur, sagt der Rolf. Und Alfred sagt noch, Tonart, Einteilung, Einleitung, Strophe, Überleitung, Refrain. Oh. Melodik anschauen, wegen der Fingersätze. Ja, also eigentlich ist alles richtig. Ich würde nie sagen, dass hier etwas falsch ist. Aber es ist vermutlich nicht abschließend. Das ist dann das Wichtige. Ja? Also ich sehe die Facebook-Kommentare trotzdem, das ist gut. Karin sagt, nicht nur rein nach Noten abspielen, sondern Aufbau des Songs verstehen. Gut, okay, super. Akkorde finden, Rhythmus erkennen. Und die Heike sagt, liebe Grüße aus dem Pfälzerwald. Hey, finde ich auch gut. Auch dir liebe Grüße zurück. Hallo aus Wien, sagt der Andi. Ja, das ist auch gut. Okay, also, was ist Songanalyse? Jetzt, das Erste, was ich hier was mache, ist folgendes. Ich habe im Kurs Popsongs habe ich einen riesengroßen Leitfaden bereitgestellt, wie man einen Song wirklich erarbeiten kann. Das geht einer so ein bisschen in die Songanalyse rein, aber wir werden den Blickwinkel noch ein bisschen anders anschauen. Also die Zappiano-Mitglieder, die Clubmitglieder, die haben Zugriff auf diesen Kurs Popsongs, der wird dann nächstes Jahr auch einzeln noch gelauncht werden, der wird dann auch einzeln verfügbar sein. Aber ihr habt da schon einen Überblick, um was es eigentlich geht. Also das Erste, was ich allen empfehle, ist immer, bevor man irgendetwas macht, bevor man ein Notenblatt herunterlädt, bevor man nur eine Taste hier auf dem Piano drückt, ist, dass man das Original einfach mal anhört. Das ist aus meiner Sicht vielleicht das Wichtigste, weil dann entwickelt man eine Klangvorstellung, was da wirklich reproduziert werden sollte. Wenn man diese nicht hat und man hat zum Beispiel jetzt nur die Noten vor sich, dann muss man entweder ein megamäßig geübter Notenspieler sein, man muss eine Ahnung haben über diese Epoche, wann dieses Stück geschrieben worden ist, man muss eine Ahnung haben, wie man das interpretiert, das haben aber die allerwenigsten, das ist vermutlich 0,001%. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du einen Song nicht zuerst ab Noten lernst, sondern dass du es zuerst einmal anhörst, wirklich gut anhörst. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das anhört. Das eine ist das passive Hören. Das macht man folgendermaßen, wenn man einfach den Song auf dem Kopfhörer hat. Man geht joggen im Wald, man denkt an was anderes, oder bei der Hausarbeit oder wie auch immer bei der Arbeit oder im Zug. Man hört sich den Song immer wieder an und danach wirklich das aktive Hören, wo man sich wirklich hinsetzt, anhört und beginnt zu merken, okay, das ist die Taktart. Das hat verschiedene Teile dieser Song. Und dann beginnt man schon langsam ein bisschen mit der Analyse. Aber ich würde immer beim Hören immer passiv und aktiv hören. Das ist mega wichtig. Wenn ich nur aktiv höre, dann kriege ich so einen völlig intellektuellen Touch. Das möchte ich vermeiden. Sondern dieser Song sollte einfach so drin sein. Im inneren Ohr. Okay. Gut, da hat es noch mehrere Antworten, aber die gehören alle in diese Kategorie. Ich denke, es ist alles richtig.
Okay, jetzt was ich vorhin gespielt habe, war folgendes. Blue Bossa. Ihr findet das im Internet. Ich möchte das jetzt nicht zum Download anbieten, irgendwie hier in dieser Live-Show, denn ich habe das Stück nicht geschrieben. Das ist nicht von mir. Das ist so ein bekannter Jazz-Standard und ihr findet das im Internet selber. Also wenn ihr da mal ein bisschen schaut, ich sage zwar nicht, dass ihr das nachschauen sollt im Internet und runterladen, aber es gäbe die Möglichkeit, ich sage es mal so. Also, das ist ein bisschen ein vorgeschrittenes Stück. Und wenn ich da jetzt zunächst einmal schaue, das sieht jetzt so aus, die ganze Sache, dann schaue ich mir die Form an, das haben die meisten ja schon erraten hier. Ups. Dann schaue ich mir die Form an. Und jetzt das Erste, was mir da auffällt, meine Schüler kennen das schon. Wenn ich das so sehe, dann trifft mich fast der Schlag. Denn es ist so notiert, wie die Musik nicht funktioniert. Hm. Wer erkennt's, wenn er das anschaut? Wer erkennt da was? Ist ein bisschen schwierig jetzt, ist klar. Ich bin mal gespannt, ob jemand das hier so erkennt. Was ist hier falsch an dem da? Mal schauen, ob da noch was kommt. Nichts? Nichts, nichts? Keine Kommentare. Also, die Musik ist in der Regel so strukturiert, dass du eigentlich praktisch jeden Song, jeden gängigen Song in der Jazz- und Popularmusik unterteilen kannst in so vier Pakete. Wenn ich die Musik dann auch in vier Pakete aufschreibe, dann macht das alles sofort Sinn. Ich kann es sofort erfassen und ich kann es auch auswendig merken. Aus irgendeinem lustigen, sehr lustigen Grund machen das sehr viele Verlage nicht. Auch das hier aus dem Realbook ist nicht so. Denn wenn ich, als ich das mal gelernt habe, vor etwas nicht 20 Jahren oder 25 Jahren, da hatte ich irre Mühe, das auswendig zu merken. Ah, jetzt kommt eine Antwort von Swiss Home Staging. Fehlender Notenschlüssel. Also ich sehe da einen Notenschlüssel. Ich weiß jetzt nicht, was du siehst. Es hat keinen Bassschlüssel. Das ist nur ein Lead-Sheet. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Aber es hat einen Notenschlüssel drin. Taktart ist auch drin. Das sehe ich da. Da steht, der Jörg sagt, keine Taktart. Ich sehe das aber hier. Also weiß nicht, was ihr da seht. Seht ihr es jetzt? Also Notenschlüssel und Taktart ist drin. Aber das ist jetzt so notiert, dass ich eigentlich diese Vierer-Pakete so drin habe. Muss mal schauen, ob ich das auch euch zeigen kann. Also das hier, da haben wir einen Auftakt hier. Und dann habe ich das erste Vierer-Paket. Das geht von hier bis nach hier. Und dann habe ich das zweite Vierer-Paket. Das geht von hier bis nach hier. Und dann das dritte Vierer-Paket von hier bis nach hier. Und dann das vierte von hier bis nach hier. Und das ist eigentlich ein völliges Unding, denn wenn ich das auswendig lernen möchte, das hat auch mit Verstehen zu tun natürlich, dann ist es sinnvoll, wenn ich diese vier Pakete wirklich anwende. Und dann sieht die ganze Sache danach so aus. Sobald ich ein Vierer-Paket habe, ich zeige es euch gleich. Dann werdet ihr gleich merken, oh, das ist ja viel einfacher jetzt. Also ich schreibe es jetzt einfach mal super schnell auf. So, also wenn ich das jetzt so anschaue. Jetzt habe ich die Form nochmals aufgeschrieben. Ich habe diese vier Pakete wirklich angewandt. Und jetzt ist super einfach, auch von der Struktur her zu erkennen, was da wirklich passiert. Super einfach. Das erkennt jeder. Wenn ich das jedoch so hinhalte, ist es furchtbar. Und da stolpern eigentlich schon die meisten, wenn sie mir irgendwelche Notenblätter mitbringen. Als ich früher noch unterrichtet habe, habe ich das vielfach gesehen. Ich kriege da Notenblätter zu Gesicht und denke, wow, ja, ich könnte es auch nie auswendig. Weil es einfach ein Unding. Das ist immer das Erste, das ich euch empfehle. Wenn ihr Noten vor euch habt, achtet darauf, dass es von der Taktanzahl, von der Unterteilung der Takte Sinn macht. Es kann auch sein, dass irgendwann mal ein Takt hinzugefügt wurde, dass es mal fünf Takte gibt in einer Strophe. Es kann gut sein. Und dann achtet darauf, dass es immer noch eine Struktur hat. Denn Musik hat immer mit Struktur zu tun. Wenn man diese Struktur nicht hat, kann das sein, dass alles unten wegfällt und man verspielt sich. Auch dann, wenn man später improvisieren möchte, dann fällt alles unter weg. Aber ich kann nur wirklich kreativ werden, wenn ich darunter wirklich eine Struktur habe und wenn ich diese verstanden habe. Das ist mega wichtig.
Doris sagt noch, die Akkorde fehlen. Nein, die sind drin, sie sind einfach furchtbar aufgeschrieben. Also furchtbar, also so handgeschrieben. Die Kirsten fragt noch, kann man den Auftakt nicht als Taktart sehen? Nein, der Auftakt hat nichts mit der Taktart zu tun. Der Auftakt ist sozusagen meistens der letzte Takt des Stücks, das da genommen wird. Und dann habe ich einfach nur eine Melodie. Die Melodie ist eigentlich der Auftakt zu einem Stück. Das wäre in diesem Fall, wäre das das hier. Also der erste Ton, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4, habe ich das hier. Also hier der erste Ton, das ist der Auftakt. Das hat nichts mit der Harmonik zu tun, das ist melodisch, ganz wichtig. Okay, soweit so gut? Fragen? Schau da überall. Keine Fragen, super. Also, dann wenn ich das so mal habe, dann schaue ich mir natürlich die Tonart an. Was habe ich für eine Tonart, die darunter liegt? Ich habe hier an diesem Stück sogar zwei Tonarten. Ich habe hier zunerst einmal C-Moll und dann habe ich D-Dur. Das wechselt hier einmal die Tonart. Das kann gut vorkommen. Im Pop-Kontext oder im Folklore, einfaches Liedgut, da werde ich in der Regel immer dieselbe Tonart haben. In einem Jazz-Kontext kannst du durch Akkorde drin haben, die völlig aus der Tonart rausgehen oder man geht mal kurz in eine andere Tonart und kommt wieder rein. Das ist einfach alles offen. Da gibt es ganz vieles. Aber hier habe ich zwei Tonarten, also einmal C-Moll und einmal Des Major 7. Und wenn ich jetzt das schon mal so anschaue, wenn ich das jetzt so notiert habe, dann könnte ich das auch mal eingrenzen. Dann könnte ich sagen, okay, dann habe ich hier das hier alles. Ups, das ist C-Moll. Da habe ich Des Major 7 und dann habe ich hier wieder C-Moll. Und dann habe ich schon mal einen Überblick gewonnen. Ich hoffe, es ist ersichtlich hier. Ihr sagt, ob ihr mir folgen könnt oder ob ich irgendetwas erzähle, oder denkt, um Himmels Willen, was geht es jetzt hier? Gell? Sven, ich glaube, beim Song River Flows in You ist doch genau das Gleiche mit dem Aufbau, oder? Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Also ich habe den Song River Flows in You im Kurs Romantic Piano ganz detailliert erklärt. Da habe ich ein stündiges Tutorial drin. Ich glaube, du meinst, Stefan, dass die Struktur immer dieselbe ist. Also ich habe immer vier Akkorde, eigentlich immer dieselben vier Takte, aber die Melodie ändert immer. Ich glaube, du meinst das. Wenn das deine Frage war, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Also du hast da immer irgendwie Fis, dann D, dann hast du A und dann hast du E. Genau, und diese Akkorde, die wiederholen sich da ständig. Okay. Gut. Dann, wenn ihr die Tonart bestimmt habt und ihr habt gemerkt, okay, das ist diese Tonart, dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn ich weiß, wo diese Akkorde sind. Da gehe ich jetzt nicht mega darauf ein, was man da hier alles machen kann. Die wären dann so, in dieser Art. Yeah. Okay, ist ein bisschen jazzig, aber ich möchte euch dieses Stück eigentlich nur so als Vehikel mitgeben. Einfach, dass ihr den Ablauf wisst. Also wenn ihr die Form verstanden habt, ihr habt die Tonart verstanden, dann drückt ihr einmal die Akkorde. Ihr könnt natürlich auch immer auch Grundstellungen nehmen, ihr könnt super easy machen. Und immer wenn ihr einen Akkord drin habt, wo ihr sagt, oh, da habe ich jetzt keine Ahnung, was das sein soll, zum Beispiel so ein F-Moll 7, noch nie gehört, dann könnt ihr auch immer einen Dreiklang spielen. Also ihr könnt jeden Vierklang auch als Dreiklang spielen und beim F-Moll 7 wäre das dann einfach ein F-Moll. Und wenn er sagt, oh, F-Moll, keine Ahnung, was das ist, dann könnt ihr auch hingehen und sagen F-Dur, den kennen die meisten, und sagen, ah, okay, Moll ist einfach der mittlere Ton, der geht eins nach unten, und dann habe ich hier ein F-Moll. Okay, dann würde ich vorschlagen, wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr schon mal die Harmonik analysiert, ist nicht tiefgehend analysiert, aber schon mal verstanden, aufgeschrieben in der Form, dann geht ihr zur Melodik über. Und bei Melodik ist es immer so, ich schaue da rein als Pianist, schaue ich mal, wo ist die tiefste Note, wo ist die höchste Note. Genau, das wäre die Melodie. Mm-hmm.
Also, jetzt habe ich die Melodie einfach einmal gespielt. Ihr könnt natürlich die Fingersätze notieren, wenn das nötig ist, klar. Und dann, wenn ich jetzt von Analyse spreche, so wie ich das verstehe, wenn ich einen Song neu erarbeite, dann schaue ich mir das Tonmaterial gut an. Ich schaue mir die melodische Struktur an und ich probiere herauszufinden, was für ein Tonmaterial da zugrunde liegt. Und ihr könnt das so vorstellen, ich habe ja der Zapiano-Methode in dieser Grafik habe ich immer Harmonik und Melodik überlagert. Und wenn ich das jetzt so überlagert anschaue und ich schalte jetzt nur den Verstand ein, dann probiere ich herauszufinden, welche Tonleiter dem Akkord zugrunde liegt. Und da geht es für mich dann in die Analyse rein. Also das bedeutet hier, wenn ich da reinschaue, keine Bange, ich sage jetzt ein paar Fachausdrücke, aber ich zeige dir danach einen Trick, wie du es super easy machen kannst. Wenn ich das hier so vor mir habe, dann weiß ich, okay, ich habe C-Moll, das bedeutet, das ist dann äolisch, C-äolisch, Fachsprache, fachchinesisch, ich mache es danach einfacher. Äolisch, dann habe ich F dorisch, dann habe ich D lokrisch, dann habe ich G phrygisch, was ist das? Harmonisch Moll. G harmonisch Moll. Oh, ist denn das? Was ist das G harmonisch Moll? Nein, es ist eigentlich G phrygisch dominant. Oh! Keine Bange. Ich erkläre es danach. Dann habe ich bei S wiederum S dorisch, As mixolydisch. Des ionisch, dann habe ich D-logisch, G-mixolydisch und C-eolisch. Also, und das ist genau das, das machen die meisten. Die meisten Lehrbücher machen genau das, dass sie völlig super theoretisch hingehen und die Musik eigentlich zu Tode akademisieren. Das hat seine Berechtigung. Wenn man sagt, okay, ich möchte Musik studieren, und ich möchte jetzt genau wissen, also in meinem Fall wäre das jetzt sinnvoll, wenn ich das ein bisschen tiefgreifender verstehen würde als jemand anders, der hat sich gerade nicht so viel mit Klavier beschäftigt. Aber es macht für jemanden, der beginnt mit Klavier oder der beginnt mit Jazz, aus meiner Sicht wenig Sinn, wenn ich mich da in allen Tonarten rumwurstle und alles mit diesen Ausdrücken probiere zu verstehen. Das macht wenig Sinn zu Beginn. Und die meisten, habe ich gemerkt, wenn die damit beginnen, dann schreckt die das dermaßen ab, dass sie sagen, oh, das ist mir viel zu kompliziert. Es ist aber nicht so kompliziert. Okay, habe ich schon alle vertrieben? Mal schauen, da sind noch ein paar da. Der Jörg hat noch einen philosophischen Beitrag. Ich verstehe den nicht, aber ich glaube, es ist auch keine Frage. Es ist einfach ein Beitrag, ist auch gut. Gut. Okay, da gibt es nicht mehr im Facebook oder ich sehe es halt nicht. Das kann gut sein. Okay, also folgendes. Wenn ich das Tonmaterial habe, einer Akkordfolge, ich schreibe es jetzt hier nochmals auf für euch. Also, ich beschränke mich jetzt nur auf die ersten 8 Takte. Das sieht jetzt so aus. Und was jetzt passiert ist, ich kann pro Akkord kann ich diese Tonleitern zuordnen und diese mit kryptischen Tonleitern benennen. Ich erkläre das im Kurs Chords and Scales ganz ausführlich, wie das funktioniert. Aber wenn du das zum ersten Mal hörst, dann gebe ich dir jetzt einen Trick und wenn du den verinnerlicht hast, dann ist eigentlich alles gut, würde ich jetzt mal behaupten. Also, die Tonart dieses Songs ist C-Moll, habe ich vorhin definiert. Oder habe ich vorhin euch so erklärt. Und wenn ich jetzt die Töne weiß dieser Tonart, dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete. Die muss man jedoch wissen, da gibt es keine Abkürzung. So, also, C, D, F, G, A, B, C. Also, jetzt habe ich C-Moll, die Töne von C-Moll hier notiert. Das ist C, D, S, F, G, As, B-Flat und C. Das sieht dann so aus. Und jetzt kommt der große Trick.
Wenn ich einen C-Moll darunter lege, ist es eine normale Molltonleiter oder auch äolisch genannt. Wenn ich den Akkord F-Moll darunter lege, dann mache ich nichts anderes, als dass ich diese Töne, genau dieselben Töne, widerspiele, aber ich beginne von einem anderen Ton. Und zwar beginne ich jetzt, das ist der Grundton, F, F-Moll 7, ich beginne jetzt von F. Aber die Töne sind immer noch dieselben von C-Moll. Und wenn ich das so spiele, dann kriege ich in der Fachsprache F dorisch. Aber eigentlich ist es super einfach. Ich habe nur diese Töne von C-Moll drin. Ich habe hier einen C-Moll-Akkord. Einmal beginne ich vom C ausspielen und einmal beginne ich vom F ausspielen. Und dann kriege ich diese ganzen Tonleitern automatisch schon, ohne dass ich weiß, wie diese jetzt benannt werden. Wenn ich dann weitergehe, ich habe einen C7B5 hier und ich mache genau dasselbe jetzt. Also ich nehme das Tonmaterial von C-Moll, beginne jetzt aber beim D zu spielen. Dann kriege ich eine solche Tonleiter. Und das ist der Fachsprache lokrisch. Okay, war das aufschlussreich? Böhmische Wälder. Oh je. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht reinbringen in die ganze Sache. Da kommt noch nicht mehr. Hä? Also, ich mache mal noch weiter. Und dann habe ich ein G7 drin. Und G7, wenn ich ein bisschen auskenne mit diesen Tönen hier, dann habe ich hier ein B drin. Und dieser B, im deutschen Sprachgebrauch auch vielfach als H benannt, der kommt nicht vor in C-Moll. Und das könnte man jetzt super theoretisch machen. Oh, harmonisch Moll, das hat diesen Zusammenhang, fünfte Stufe von. Lass ich alles weg. Ich zeige dir folgenden Trick. Du nimmst eigentlich immer noch dieselben Töne von C aus, spielst jetzt aber von G und anstelle des B-Flat nimmt man jetzt ein B. Und dann kriege ich eine solche Tonleiter. Oh. Genau, die kann man dann benennen als phrygisch dominant. Ist eine Möglichkeit. Aber viel wichtiger ist, dass du weißt, wie man diese spielt und welchen Ton du ersetzt. Also wenn du jetzt immer diesen Ton spielen würdest, es würde sich nicht ganz falsch anhören. Geht immer noch. In diesem Fall geht es immer noch. Aber wenn ich das oder sowas habe, dann hört sich das doch besser an mit dieser Note hier. Okay. Und so kannst du einen Song analysieren, ohne dass du jetzt megamäßig Harmonieerkenntnisse schon mitbringst. Also es genügt, wenn du jetzt einfach diesem Prinzip vorgehst, du hast die Akkorde, du hast die Tonart, du benennst die Tonart, dann schreibst du die Tonleiter auf, dieser Tonart, das ist in diesem Fall jetzt C-Moll, respektive S, S-Dur, das ist eine parallele Molltonart, ist ein bisschen advanced, habe ich gesagt, zu Beginn. Und dann spielst du eigentlich die Tonleitern immer vom jeweiligen Grundton des Akkordes. Und dann kriegst du automatisch diese ganzen Tonleitern. Und wenn ein Akkord jetzt irgendwie aus dem Rahmen fällt, zum Beispiel der G7 hier, also der G7, der hat die Töne G, B, D und F. Da gibt es einen Ton, der ist nicht drin in C-Moll. Das ist der B. Dann ersetzt du einfach diesen einzelnen Ton, der da so vorkommt, und dann hast du schon diese Tonleiter. Bevor du harmonisch mal Tonleitern gespielt hast, bevor du ein Harmonielehrstudium absolviert hast oder sonst irgendwas, das genügt einfach schon. Okay. Bisschen advanced. Schreibt mir doch Fragen rein, wenn ihr Fragen habt. Zu dem Thema kann auch was anderes sein. Ich spiele noch ein bisschen was für euch in dieser Zeit.
So, jetzt schaue ich nochmals rein. Der Pitt schreibt, Pianostarter, Kapitel 8, nichts geht mehr. Oh, nichts ist gar nicht gut. Da musst du dranbleiben mit Üben. Und wenn es irgendeine gezielte Frage gibt, dann kannst du mir schreiben oder schick mir noch besser ein Video von dir. Und wenn du mir ein Video schickst, Pitt, von dir, von deinem Spiel, dann muss das nicht perfekt sein. Ich bin froh, wenn ich Videos von euch kriege, wo ihr sagt, Mensch, ich kriege das nicht hin, es geht nicht. Das ist immer am besten, wenn ich Videos von euch kriege, die nicht gut sind, nicht perfekt, bitte schickt mir solche Videos. Dann kann ich euch ganz konkret sagen, was ihr anders machen müsst. Die meisten schicken mir Videos, wenn sie das geübt haben und sie können schon, sage ich immer, ja, prima, das hast du toll gemacht. Aber das nützt dir nicht so viel. Da hast du zwar ein Lob, das ist auch gut, das haben ja alle gern, ich auch. Aber es nützt dir nicht so viel. Also schickt mir Videos, wo ihr ansteht, wo ihr sagt, ich kriege das nicht hin. Ihr könnt auch eine Frage formulieren in Form von Video, das auch kommentieren und mir dann so zusenden. Okay. Edith, in welchem Modulkurs erklärst du die Molltonleitern? Edith, das ist eine gute Frage. Ich habe den Kurs Chords and Scales vor ein paar Jahren schon gemacht, unter dem Modul Molltonleitern. Ich weiß nicht mehr ganz, 6., 7. oder 8. Modul. Ich weiß nicht mehr auswendig. Tanja, das ist doch nichts anderes, als wir auch im Pianostarter machen, oder? Wenn ich die Akkorde mit den Tönen übe. Ja, Tanja, da hast du eigentlich schon ein bisschen was erkannt. Also ich probiere ja im Pianostarter möglichst breit euch die Sachen zu zeigen, wie sie funktionieren in der realen Welt. Das ist keine Theorie. Es hat zwar auch Theorie drin, aber ich probiere immer einen konkreten Bezug herzustellen. Und ja, Tanja, dann ist das ja gar nicht so weit weg für dich, gell? Aber du spielst ja auch schon ein bisschen länger, gell? Das weiß ich. Rolf, super einfach erklärt, danke. Die Tonleiter mit den genau gleichen Tönen tönt indeed völlig anders. Je nach Grundton, wo man beginnt, erhellend. Rolf, you got it. Cool, genau. Am besten probiert er das immer aus. Also ich kann das zwar demonstrieren und mir meinen Mund fuselig reden, aber am besten probiert er das aus. Genau das. Ihr könnt das Video auch im Replay nochmals anschauen und dann mal schauen, wie verändert sich der Sound dieser Tonleiter. Und dann merkt ihr, oh, sowas. Hört sich irgendwie anders an als das hier. Einfach vom Sound her. Okay, Video hochladen geht nur im Pianostarter 1. Ich bin jetzt im Pianostarter 2. Ja, super, Doris. Ja, es geht nur im Pianostarter 1. Genau, ist im Moment so. Es kann gut sein, dass ich das mal erweitern möchte im Pianostarter 2. Ich habe aber festgestellt, die meisten benutzen diese Upload-Funktion oder sie möchten diese Upload-Funktion im Pianostarter 1. Aber meine Programme, die entwickeln sich auch weiter. Mein Team wächst im Hintergrund. Es kann gut sein, dass es da noch eine Veränderung gibt für euch. Stefan, vielen Dank, Sven. Gerade mal wieder was dazugelernt. Muss mich rauslocken und meinen Vaterpflichten nachgehen. Cool. Also Stefan, wir sehen uns nächstes Mal. Cool. Mal schauen, was da noch kommt. Okay, ich glaube, auf Facebook kommt da nichts mehr. Okay, gut. Jetzt, wenn ihr sagt, oh, mega kompliziert. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich habe hier noch ein einfaches Beispiel. Schaut mal. Ist genau dasselbe eigentlich. Ich habe hier Akkorde C, F, G, also Akkordfolge. Das Stück Stille Nacht, Hänsel und Gretel, Krüchter Schneckli. Jens, die andere Songs funktionierten so. Funktionieren so mit diesen drei Akkorden. Wenn ich da die Tonleitern benennen würde, wie man darüber improvisiert, und wenn ich den Song analysiere, dann wäre das ionisch, lydisch und mixolydisch. Und dann sagt mir jeder, was? Was ist da los? Was geht es hier? Genau dasselbe hier. Du hast die Töne hier von C-Dur, einfach so drin, nur weiße Tasten. Und wenn du dann diese einzelnen Akkorde so spielst, ich mache es jetzt hier im Bass, so, dann hast du hier normal Dur, Dur ist dasselbe wie Ionisch, das ist genau dasselbe. Wenn ich dann ein F runterlege, dann mache ich genau dasselbe Prinzip. Also ich nehme die Töne von C-Dur, aber starte die Tonleiter beim F und dann kriege ich das hier. Da fragen mich viele Einsteiger, ja, das ist ja gar keine F-Dur-Tonleiter. Ja, ist es nicht, denn ich befinde mich immer noch in C-Dur. Und das ist in der Fachsprache F-lydisch. Das hört man daran. Da, du, da, da, da. Das hat einen speziellen Charakter, einen speziellen Sound.
Dann bei G genau dasselbe. Ich nehme immer noch die Töne von C-Dur, aber starte hier mit dem G. Und dann bin ich wieder hier. Genau, und jetzt kommt noch die Gretchenfrage, hat noch niemand gestellt. Warum muss ich das überhaupt wissen, wie sie die Tonleitern heißen oder wie das überhaupt funktioniert? Das hat damit zu tun, dass man das lernt zu hören. Also wenn ich da von da aus bin, jetzt von C-Dur. Ein bisschen hoch für mich. Aber ihr merkt, wenn ich das beginne zu hören, was da darunter liegt, dann habe ich einen viel tieferen Bezug, wenn ich danach beginne zu improvisieren. Also ich achte immer darauf, auch für mich selber, wenn ich was übe, ich verinnerliche nur so viel theoretisches Wissen für mich, wie ich denke, dass es wirklich hilfreich ist oder nötig. Aber das Wichtigste für mich ist immer das Hören, dass ich möglichst rasch kreativ werden kann und mich da ausdrücken kann und rasch was rumspielen kann. So was wie in dieser Art, dass ich vorhin gespielt habe. Okay, macht das Sinn für euch? Habt ihr noch Fragen? Andreas, das mit der Tonabbestimme finde ich im Songcycle gerade nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich bin davon ausgegangen, dass man die Tonart denn schon kennt, respektive das Notenblatt schon vor sich hat. Darum habe ich das vermutlich nicht so explizit erwähnt, aber es ist ein guter Punkt. Wird es erst wichtig bei Punkt 12 oder bereits am Anfang der Harmonien? Ich denke, das ist zu Beginn wichtig. Also, dass du eine Tonart bestimmen kannst und die dazugehörigen Harmonien, wie auch die Tonleitern darunter, ist von Vorteil, wenn du danach improvisieren möchtest. Die Harmonien würde ich auf jeden Fall verinnerlichen. Auf jeden Fall drücken mit den Umkehrungen. Das gehört einfach dazu. Das ist Rüstzeug. Und du kannst natürlich bei einem Song nur die Melodie spielen. Das geht auch. Und sobald du improvisieren möchtest, später, oder dich einfach freier ausdrücken möchtest über einen Song, dann ist es sicherlich von Vorteil, wenn du das Tonmaterial respektive die Tonleitern natürlich auch verinnerlicht hast und verstanden hast. Kerstin, jetzt kommt der Aha-Effekt. Cool, das ist immer gut. Okay, ich spiele noch ein bisschen was. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr das reinschreiben. Ich schaue immer noch den Facebook-Chat an, da läuft ihr nicht so viel. Die Facebook-Leute sind alle so heimlich. Oder ich sehe die Kommentare nicht, ich weiß es jetzt nicht. Ich schaue noch kurz mein E-Mail an, ob da was gekommen ist. Okay, das ist noch was anderes. Andere Mails. Da. Okay, gut. Also, das ist noch was anderes. Hä? Okay, also, ich spiele noch ein bisschen was. Ich spiele dasselbe jetzt nochmals, dasselbe Stück. Aber ich werde den Stil jetzt ein bisschen ändern. Und das finde ich immer sehr schön, wenn man, sobald man beginnt, den Stil zu verändern, man nimmt aber dieselbe Struktur, also ich nehme dieselben Harmonien, dieselben Tonleitern auch, aber ich mache das Ganze jetzt ein bisschen anders. Und das ist immer ein Merkmal, dass man wirklich etwas auch verstanden hat, wenn man etwas verändern kann. Also nicht nur immer stur, genauso zu spielen. Thank you.
So, es war ein bisschen weniger groovy jetzt, aber die Harmonien und die Tonleiter, die da darunter gelegen haben, sind genau dieselben. Und wenn du jetzt denkst, oh, da spielt das ganze Piano, wie schwierig ist denn das? Ist überhaupt nicht schwierig. Wenn du die Umkehrung verstanden hast, der Akkorde, diese Tonleiter, die ich vorhin erwähnt habe, das war technisch nicht mega anspruchsvoll, was ich jetzt hier gemacht habe, dann kannst du eigentlich schon so spielen. Und wenn du sagst, wow, Akkordumkehrung, was ist das? Dann würde ich dir den Pianostarter 1 empfehlen. Da erkläre ich alles bis ins letzte Detail. Ist toll, wenn es Klick macht, finde ich auch. Doris, ja super, danke, es freut mich. Gut. Christian schreibt noch, ist eine Songanalyse auch nur anhand der Stufenakkordfolge möglich? Anstand der Tonart, kann man dann einen Song nicht einfach in verschiedenen Tonarten spielen? Ja, das gehört für mich natürlich zusammen. Also ich kann, also wenn ich eine Tonart definiert habe, dann habe ich in der Regel auch sogenannte Stufenakkorde mit drin, das weiß der schon Christian. Und wenn du das hast, genau, wenn du das verstanden hast, auf welchen Stufen diese Akkorde stehen, dann kannst du es doch auch transponieren. Also die fünfte Stufe in G-Moll ist zum Beispiel D7 zum Beispiel. Das ist einfach so ein Beispiel aus dem Kopf hier. Wenn du das doch schon weißt, ist das doch einfacher. Das ist klar. Ich habe bewusst jetzt diesen Zusammenhang nicht noch hier aufgeführt. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Das Transponieren habe ich jetzt weggelassen. Mir ging es nur darum, dass ihr versteht, dass Akkorde und Tonleitern, Harmonik und Melodik, dass das zusammenkommt und dass es gar nicht so schwierig ist und dass man gar nicht alle Fachausdrücke können muss, um da wirklich schon in die Gänge zu kommen. Das ist mir einfach wichtig, dass ihr mit wenig Rüstzeug ins Musikmachen kommt. Das ist eigentlich immer so mein Ziel, so mein Credo. Okay. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir auch noch schreiben über das Kontaktformular auf zapiano.com. Ihr könnt mir eine E-Mail machen auf info@zapiano.com oder mir sonst auch in die Chats reinschreiben, ich schaue die später noch rein. Auf Facebook ist der Chat immer noch lange aktiv, habe ich gemerkt. Hier auf YouTube wird das irgendwie schneller geschlossen. Aber ich freue mich auf alle Zuschriften und ganz zum Schluss möchte ich noch was sagen. Es gibt irre tolle Neuerungen in 2020. Nächstes Jahr. Ich möchte aber noch nicht mehr verraten. Aber ihr könnt es euch ja vorstellen, ich habe meine ganze Plattform in den letzten 8 Jahren irgendwie megamäßig entwickelt. Es sind immer neue Kurse hinzugekommen, neue Features, wie dass man Videos hochladen kann. Die Zapiano Community ist aufgeschaltet worden. Dieses Jahr beides und nächstes Jahr wird es in diesem Stil weitergehen. Mein Ziel ist einfach, dass ihr so Klavier spielen und Klavier lernen könnt, wie ihr sonst nirgends tun könnt. Und da gibt es noch tolle Sachen, die auf euch warten im 2020. Für alle diejenigen, die Zapiano Club Mitglieder sind, die werden es in der Regel zuerst erfahren, was da alles kommt. Der Zapiano Club, der gibt es für einen unschlagbaren Preis im Moment noch. Da habt ihr alle Kurse gleichzeitig drin. Also alles, was ich bis dahin produziert habe, bekommt ihr im Zapiano Club. Und ich mache einmal im Jahr, im Frühling oder im Sommer, noch ein Zapiano Club Treffen. Meistens in Zürich, bei mir in der Nähe von Zürich. Und da freue ich mich, euch alle zu treffen. Jedenfalls nicht alle, aber ein Bruchteil der Leute, die kann mich da besuchen. Das ist alles drin im Zapiano Club. Okay, das war noch der Werbeblock. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.